Sondern fehlen eigentlich nur noch die Koboldbarren, aber die machen wir dann als nächstes. Eisen, genau. 1, 2. So. Die werden jetzt einfach mal zu Nägeln verarbeitet und fertig. Zack. Oh, ich schau dir gerne zu, wie du rumwuselst. Okay. Dann passt's. So, essensmäßig passt noch alles. Kobalt, genau. Ich nehme alles. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Ich bin zu schwer. So. Ging sogar alles. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Gut, dann haben wir das alles. Dann können wir den Rest Blei nach oben schmeißen. Und ja, Kobalt passt natürlich jetzt nicht mehr allzu viel rein, aber ich könnte eigentlich auch noch Regale machen, ne? Weil ich bräuchte, für das Stahl bräuchte ich nicht unbedingt noch eins, aber fürs Eisen wäre noch eins nicht schlecht. Ich habe ja hier 4 Kupferregale. Alu wäre normalerweise auch hier nochmal eins ganz gut. Aber das steht mir dann so komisch vorm Fenster. Aber ich will das ganze Zeug ja auch wieder rüber schaffen. Das ist ja das Nächste. Weil das Lager soll ja dann da droben, also über der Werkstatt im Grunde oben drüber soll dann das Lager sein. Das hier wird im Grunde nur meine komplette Wohnbude. Oben das Schlafzimmer und hier unten so Essecke mit Küche und dann hier irgendwo ja, Wohnzimmer quasi. Weiß nicht, vielleicht mache ich auch hier Glaswände draus, dass ich das weghau und dann mache ich Glaswände und dann mache ich hier so einen einen Wintergarten her. Wäre, glaube ich, auch ganz nice. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey. Was mache ich? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Machen wir die noch mit rein. So. Jawohl, einmal, zweimal. Oh, da fehlen mir Aluminiumbarren, alles klar. Da fehlen mir 10, 11, 12 Stück. Supi. Machen wir als nächstes dann auch noch. Machen wir das als nächstes. Du bist jetzt noch nicht leer. Ich nehme mal das komplett raus. Die Kiste kommt raus. Und schmeißen die Kohle mal hier rein. Ja, Kohle haben oder nicht haben, ne? Das ist immer die Sache. Hier haben wir drin Kupfer. Ich würde gerne Alu erstmal machen. Also 3, 7, 8, 9, ups, 10, ne? Genau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich renne schon wieder so rum. Zack. So. Hier verballere ich jetzt einfach mal die Kohle noch. Und hier auch. Ist wurscht. 6. 10. Gut. Kobalt nach oben, was geht. Jetzt geht nichts mehr. So, jetzt habe ich noch ganz viel Kobalt.
Eisenbahnregal machen wir. Stehst du jetzt richtig rum? Wenn nicht, dann muss ich es dann später umdrehen. Ne? Kupfer, Aluminium, Kobalt. Ne, das muss ich drehen. Das andere steht dann auch verkehrt. So und so. Dann machen wir das Bleiregal auch gleich noch. Dann ist nämlich eh schon wurscht. Und dann bräuchten wir noch eins für Stahlbarren. Wobei ich wahrscheinlich lieber eins noch für Aluminium hier oben drauf. Weil Stahl, man braucht zu wenig Stahl. Da wird am Anfang geschrien, oh, heb dir das Zeug auf, dass du dir Stahlbarren machen kannst. Und dann braucht man im Grunde so wenig. Ich mache lieber hier nochmal ein Aluminium oben drauf. So, und ich brauche ja immer 10 Nägel, ne? 2, 4, 50 Nägel brauchen wir. Ich glaube, warte mal, ein bisschen sortieren, ne? Auch wenn es unnötig ist. Ich könnte es jetzt erst einmal hier reinschmeißen. Da hätte ich nochmal 3 Eisenbarren, die kann ich verarbeiten zu Nägeln. Was mache ich denn? Ich brauche doch die Alubarren hier. Dann hätte ich das da fertig. Da fehlen mir dann noch 2. Machen wir mal die Nägel. Zwei. 30. Na. So. Dann hauen wir mal die Nägel schnell da drauf. Vor allem, man braucht halt echt 15 Bretter, ne, für so ein Regal. Und für so eine Kiste brauche ich gerade mal 8. Es ist aber wirklich in jedem Spiel, wo ich mir immer wieder überlege, wie denken die eigentlich bei manchen Sachen, was man da für Material braucht. Da baust du ein riesen Ding und brauchst die Hälfte von dem Material zu so einer kleinen Kiste oder sowas, ne? Servus la Kamil. So. Das heißt, 15 Bretter, die muss ich jetzt erst einmal hier dann irgendwie reinkriegen, deswegen schiebe ich mir die Dinger mal darüber. Dann holen wir nämlich, Alter, den Sprit tue ich jetzt auch erst einmal raus, dann in die eine Kiste noch. Sonst schleppe ich das auch wieder ewig mit rum. Die eine Kohle tue ich jetzt da auch rein. Ich nehme mal mit an Brettern, was geht. Okay, ich bin total voll wieder. Ups. So. Na, alles fit? Bei mir ja, bei dir? So. Mal jetzt erst einmal das hier, weil dann kann ich nämlich gleich die Barren hier reintun. Dann machen wir, jawohl, Blei. Und dann habe ich schon keine Bretter mehr. Aber passt schon. Kupfererz 25 habe ich da drin. Dann tun wir doch da gleich einmal welche reinschmeißen. Ups. Acht, neun, zehn.
Dann haben wir die am Durchlaufen. Ups. Moment. 4 Stück. 4 Alubarren und der Rest ist dann Blay. Und die kommen noch unten mit dran, die 2. Dann haben wir nämlich das da auch. Wunderbar. Hörst dich noch nicht so gut an, ja. Ich habe tatsächlich von gestern auf heute, ich habe mich um, glaube 7 oder sowas, habe ich mich hingelegt und habe bis heute früh um 7 durchgeschlafen. Ich bin nur einmal nachts wach geworden, so für eine Stunde ungefähr. Aber ansonsten habe ich wirklich die komplette Nacht durchgepennt, weil es mir so hundeelend ging. Aber es geht auf jeden Fall schon. Sonst würde ich das mit dem Stream jetzt halt nicht machen. So. Ich habe dich gehört. Rehchen. Hast du ein Glück? Oh, ich bin da nicht so mit dem Schießen, ne? Und das rennt jetzt schon wieder das Viech da hinten in den Wald rein, ne? Kannst du hier bleiben? Kannst du mir in meine Richtung rennen, hallo? Na, dann hau ab. Abgefuckt meinst du, okay. Oh Gott, das hört sich ja gar nicht gut an. Naja. Was haben wir denn da? 440 Sand, die gehen da immer noch nicht rein. Insofern schmeiße ich den Sand wieder weg. Ich nehme die Brocken wieder raus. Also was ich mittlerweile an Eisenbrocken habe, ne? Die Kiste ist auch noch voll. Wie viel habe ich denn einschenkt? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Dann mache ich mal die noch rüber. Zack. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann bräuchte ich noch zweimal, ne? Ja. 1, 2. Du gackerst mir schon wieder so ins Ohr, Huhn. Das ist gefährlich. So. Dann können wir den Kupfer nach oben schmeißen. Jawohl. Leider nicht. Und ich habe noch nicht einmal die Meldung gekriegt. Jetzt bin ich mal gespannt, wann die Meldung kommt. Aber heute ist es verzögert. Extrem verzögert. Auch der Servusla oder sowas, wenn dann kam. Das habe ich erst um einiges später angezeigt bekommen. Na, wie man es nimmt. Ich habe immer noch keine Nachricht wegen dem Jumpscare. Also ich habe ihn definitiv nicht gesehen. Jetzt kam die Meldung über den Jumpscare. So. Was wollte ich machen? Ich wollte die Dingsies hier noch nach oben stellen. Ups.
So, und das wird schon langsam voll hier oben. Ich baue halt so langsam nach hier hinten, ne? Wie viel haben wir denn jetzt Stromeingang? Eingehender Strom 1060. Davon sind 160 die Sonnenmodule, sprich wir haben 900 eingehenden Strom und 620 gerade ausgehend. Jetzt machen wir mal, wenn ich denn genug Lehm drin habe jetzt. Ich muss Öl hinzufügen. Ja, ist in Ordnung. Öl. Oh, da haben wir schon 25 drin. Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ja richtig nice. Dann tun wir hier gleich mal 4 Stück rein. Einschalten. Dann nehme ich mal halt jetzt nochmal die. Ja, die muss ich halt wieder einzeln machen. Dann, das ist, dann hätten wir zumindest 30. Hier tue ich jeweils 1 rein. Habe ich aber auch schon mal gesagt, warum. Dass eben... dass eben ein so ein Ding absolut reicht, um so eine Kiste voll zu machen. So. Rein damit. Einschalten. Alles nehmen. Aber so langsam kriege ich jetzt auch Hunger und Durst, ne? Und immer wieder diese Steine, die da rumfliegen. Habe ich da eigentlich noch genug Öl drin? Da könnte ich eigentlich auch mal 2 so Dinger rein tun. Ach komm, mach voll, was soll der Geiz? Jetzt haben wir es ja. Dann kann ich gleich mein Werkzeug mal schärfen. Die Eisenaxt ist noch voll. Die Spitzhacke. Und das ist mit dem Speer. Den habe ich auch schon lange nicht mehr gebraucht. Okay. 1, 2, 30. Da hätte ich jetzt nur 5. Neben Erde habe ich da halt auch nichts mehr. Das ist echt. Ich muss wahrscheinlich mal den. Irgend so einen Stein wegklopfen. Dass ich das machen kann. Ich brauche viel mehr. Ja, das Servusler kam sehr spät, auch das Bild. Obwohl die Verbindung heute hervorragend ist. Also steht hervorragend da. Dann gehe ich mal davon aus, dass es hervorragend ist. nehmen wir mal die 14. Halt. 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, dann können wir das nochmal nachfüllen. So. Das war gar kein, das war Eisen. Oh. Wollte ich da nicht Bretter hinmachen? Verdammt. Dann räume ich nochmal ganz kurz um, dann hole ich jetzt halt mal Bretter. Ich kann zumindest die Kupferbarren noch rausschmeißen. Dann kriege ich nämlich auf jeden Fall 15 Bretter oder mehr noch rein. Wobei 15 Bretter wird mir wahrscheinlich dann schon wieder zu schwer sein, ne? So, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ne, passt sogar. Dann haben wir die 15 Bretter, genau. Dann können wir das Regal fertig machen. Dann haue ich die Eisenbarren rein. Und schon wieder ein wenig mehr geschafft. Ja, du bist außer Atem, ich weiß schon. Vor allem, ich bin ja nur noch im Rennen. Hey, wie ich es gesagt habe, es steht verkehrt rum. Aber ich kann trotzdem das Zeug reinräumen. Das ist trotzdem gut, ne? So. Lass dich hier draufstellen, bitte. Gut.
Werkbank. So, damit haben wir das. Dann schauen wir mal hier, 15, 15. Immer noch mal 15. 13, 14, 15. Dann ist es auch schon mal vorbereitet wieder für die nächsten. Jetzt. Da habe ich auch noch drin, also von daher passt es. Servusle Karalinchen. So, jetzt habe ich trotzdem nur 30. Ich hätte darauf achten müssen. Warte mal, ich hatte doch noch einzelne drin. Oh, das sind sogar 10 jetzt. Dann hätten wir schon mal 40. Zack. Dann fehlen eigentlich nur noch 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dann fehlen mir nur noch 5 Stück. Stein. Da. Nein, Stein. Bist du Stein oder bist du Lehm? Ich glaube, du bist Stein, ne? Ja, du bist Stein. Wo ist er denn? Der schlanke Lehm. Da. Nicht ein Vogel rum. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wunderbar. Dann bin ich zufrieden. Wollte jetzt irgendwie nicht aufgehen. Ich mag gerne die Türen offen haben. Aber immer wenn man sich neu reinlädt, dann schließt es automatisch alle Türen. So, Mischer Nummer 1. Halt, Lehm. 2. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Strom wir jetzt dann brauchen, wenn alles läuft. Also zumindest das jetzt hat. Das Licht oben läuft ja nicht, das, aber das sind auch nur 4 weitere. Moin, moin. Hallo Sally. Na, heute mal nicht 17 Uhr. Ja, servus, Lapidi. Nee, ich habe jetzt halt um 13 Uhr schon angefangen. Oder so. Ich wollte unbedingt. Oder? 13 Uhr? Oh Gott, ey. Also, es ist das einzige Game, The Infected, wo mein kompletter Rechner, also die Aufnahme hier im Grunde stoppt. Also, ich sehe die nicht laufen. Ich sehe auch keinen Geräuschpegelausschlag. Der Ton wird nicht aufgenommen, also optisch nicht aufgenommen. So. Noch nicht mal mein Menü unten geht auf, dass ich mir mal gucken kann, wie spät das ist. Ne? Das ist so, ausgehender Strom haben wir 820. Finde ich nice. Eingehender Strom 900, obwohl die Sonnenkollektoren ausgeschaltet sind. Also das ist nice. Und vor allem die Küche läuft komplett, also inklusive dem Licht jetzt. Das finde ich nice. Was macht dein Köpfchen? Es sitzt auf den Schultern und mittlerweile geht's auch wieder ganz gut. Bin auch erst kurz vor dir hier erschienen. Ihr habt euch doch abgesprochen. Gebt's doch zu. Halt, warum renne ich jetzt schon wieder mit Zement in der Tasche rum? Zement bitte hier ablagern. Lehm, da habe ich ja auch Lehm. Also manchmal. Manchmal glaube ich nicht, dass es meinem Kopf gut geht, auch wenn ich sage, es geht ihm gut. So. Essensmäßig.
Also hier, Küche ist wirklich komplett fertig jetzt. Was mich sehr freut. Trinken wir erst einmal einen Schluck, dann gönne ich mir mal hier eine Speckpastete. Da gönne ich mir sogar zwei Speckpasteten. Und dann würde ich sagen, gönne ich mir auch noch so einen Fruchtdingsbums hier, Fruchtsalat. Jawohl. Eier tue ich jetzt eins hier rein, weil ich mich triggert das die ganze Zeit, dass ich hier eine ungerade Zahl drin habe. So, und das kommt hier rein. Nein. Das kommt hier rein. Gut. Dann würde ich sagen, warte mal, habe ich jetzt nur ein Tier da liegen oder mehr? Ich habe nur eins, ne? Ist egal. Tue ich mal schnell zerlegen.